Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Und ich freue mich so, so sehr, dass ich endlich wieder Videos drehen kann, weil falls ihr mich auf Instagram verfolgt oder allgemein im Community-Hub immer mal wieder lest, was ich da so poste, dann wisst ihr ja, dass ich gefühlt 2 Wochen irgendwie krank war. Ich wurde geimpft, Zweitimpfung, es hat mich irgendwie komplett umgehauen für so 4 Tage und dann habe ich irgendeine Grippe noch bekommen. Also waren nicht die besten 2 Wochen und da konnte ich halt keine Videos drehen. Aber für euch war das natürlich kein großer Unterschied, ihr habt da nichts gemerkt, denn ich habe natürlich einige Videos vorproduziert gehabt für genau solche Fälle, die jetzt eingetreten sind, dass ich einfach mal 2 Wochen nichts drehen kann. Wie auch immer, ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder Videos drehen kann. Ihr hört es vielleicht in meiner Stimme, ich bin noch nicht zu 100% gesund, aber das soll uns nicht aufhalten, heute ins Dark Web zu gehen und natürlich wieder coolen Content für euch zu produzieren. Deswegen würde ich sagen, bevor wir ins Dark Web gehen, heute, by the way, wieder Video-Edition. Wir werden uns also wieder Videos aus dem Dark Web anschauen und ich bin sehr gespannt, was uns da heute erwarten wird. Doch bevor wir loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe ein neues Mikrofon. Huh. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. So, die Kopfhörer sind auf. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch natürlich auch Kopfhörer ins Ohr machen. Habt ihr nochmal ein bisschen geilere Experience. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe jetzt schon das erste Video für uns vorbereitet. Ich habe es auf einer Seite gefunden, so eine Art wie Reddit, so ein Forum. Und da wurde dieses Video gepostet. Es trägt einen unglaublich komischen Titel. Den kann ich euch vorlesen. Gleichzeichen GVVV. YY2118 bzw. 18Z. Keine Ahnung, was dieser Titel uns sagen soll. Ich meine, ihr seht das Titelbild, es zeigt irgendeinen Keller, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Fessel sein soll, was man da noch auf dem Boden sieht. Ich ahne Böses, doch wir schauen einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt und in dem Sinne, let's go. Alter, ich hab mich gerade übel erschreckt. Ich dachte, ein Telefon klingelt. Oh mein Gott, ich krieg übelst Kopfschmerzen. Warum auch immer. Oh, warum krieg ich so Kopfweh davon? Oh, Junge. Oh, der Sound ist absolut unangenehm gerade. Geht's euch auch so? Mir tut's hier irgendwie weh. Von diesem ekelhaften Sound. Oh, Alter, ich fühle mich absolut unwohl. Alter, was soll dieser Kack-Sound? Oh, Junge. I don't like it. Also irgendjemand scheint auf jeden Fall hinter der Kamera zu stehen. Das sieht man, weil die Kamera sich immer wieder bewegt. Ist das irgendein Morsecode oder irgendwas? Soll das irgendwie... Keine Ahnung, vielleicht weiß es ja einer von euch. Also abgesehen, dass der Sound übertrieben ekelhaft ist. Oh, yo! Würde mich wirklich interessieren, was das für ein Raum ist. Also es könnte schon fast so ein Lost Place sein, finde ich. So wie das aussieht, aber es kann natürlich auch ein Keller von irgendjemandem sein. Also es sieht aus wie so ein Hundehalsband. Ja, ein Hundehalsband ist es auch nicht. Oder wie so eine Fessel oder so. Oh mein Gott, wann hört das denn auf? Wie lange geht denn der Mist? Jo. Oh, was hat man da ganz am Schluss noch gesehen? Am Schluss hat man noch irgendwas gesehen. Was war das? Erkennt ihr da irgendwas? Ich weiß nicht, was es sein soll. Aber in der letzten Sekunde vom Video sieht man noch irgendwas ganz anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Ich erkenne es leider nicht. Es könnte irgendein umgeschmissener Baum in einem Wald sein oder so. Boah, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass das Video endlich zu Ende ist, weil es hat sich ja grausam angehört. Also der Sound, der hat sich so in meinen Kopf reingebrannt gerade. Ich höre es gefühlt immer noch. Geht's euch auch so? Also vielleicht ist es, wenn man Kopfhörer hat, noch mal ein bisschen extremer.
Aber ich habe gefühlt den Sound immer noch gerade die ganze Zeit im Kopf. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ob uns das irgendwas sagen soll, dass da irgendjemand seinen Keller gefilmt hat. I don't know. Ich meine, der Keller sah schon ziemlich creepy aus. Und ich will gar nicht wissen, was dort alles angestellt wird. Aber vielleicht war es auch wieder nur ein Video, um irgendwelche Leute wie uns jetzt zum Beispiel, die sich sowas anschauen, durcheinander zu bringen. Oder es hat halt wirklich irgendeine Bedeutung. Wenn ich jetzt hier gerade mal bei dem Post ein bisschen runterscroll, gibt es keine wirklichen Konversationen dazu. Sprich, niemand hat irgendetwas dazu gesagt. Keine Ahnung. Also es ist keine Kommentare dazu, nichts, irgendwas. Keine Ahnung. Schauen wir weiter, würde ich sagen. War ja schon mal ein ganz guter Start für dieses Video. Ich glaube, bestimmt sind 90% von euch jetzt schon gar nicht mehr dabei und schauen schon gar nicht mehr zu, weil die so angepisst von dem Sound waren, dass sie sich dachten, Alter Dennis, wir haben keinen Bock mehr zuzuschauen. Wie auch immer, ich würde sagen, wir schauen weiter. Ich bin sehr gespannt, was wir noch so finden. Okay, bei dem Video bin ich jetzt wirklich gespannt, denn ich habe eine Seite gefunden und da wurde unter anderem dieses Video gepostet und in der Beschreibung stand, Believe me, it's real. Also glaubt mir, es ist echt. Was auch immer in dem Video zu sehen ist, die Person, die dieses Video hochgeladen hat, meinte, es ist echt was. Irgendwas scheint echt zu sein. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal rein und ich würde sagen, let's go. Okay. Also wieder ein absolut ekelhafter Sound, aber das sind wir ja gewohnt. Mann, das haben wir ja relativ oft, wenn wir uns diese Videos anschauen. Dass diese Sounds einfach nur ganz, ganz weird sind. Okay, irgendjemand scheint in einem Wald zu rennen. Alter, ist das... Was ist das für ein Sound? Okay, irgendjemand rennt mit einer Kamera durch den Wald, so wie es aussieht. Okay, die Kamera wird wieder ein bisschen langsamer. Singt da jemand? Oh mein... Oh, weg damit, weg damit, weg damit. Oh mein... Holy... Ach du Heiliges. Boah, Alter, das war so ekelhaft. Yo, okay. Puh, jetzt mir warm. Das war nicht unbedingt das, was ich sehen wollte. Yo, okay, das war wirklich verstörend. Und ja, selbst mich, obwohl ich sehr abgeerdet bin, kann man hin und wieder mal noch mit solchen Sachen schocken. Also es ist ja offensichtlich, dass ich euch das nicht zeigen kann, was man da gerade gesehen hat. Wie beschreibe ich euch, was man da gesehen hat? Ein... Aber nicht... komplett verunstaltet. Also ich kann es euch nicht erklären. Ich kann es nicht mal in Worte fassen, so ekelhaft war das gerade. Oh Junge. Jetzt wird wirklich schlecht, gell? Mir ist gerade wirklich übel. Einfach auch, weil ich nicht damit gerechnet habe. Boah, das war wirklich ekelhaft. Ich hoffe, dass dieses Video nicht echt war. Ich hoffe es einfach so sehr. In der Beschreibung stand jetzt, also dass es echt ist. Aber Junge, ich weiß nicht, ob das gerade einfach Husten oder irgendwie mit Würgen. Irgendwie ist es mir gerade so ein bisschen... Okay. ja, da habt ihr mal eine Live-Reaction von mir, wenn ich auf Videos stoße, die eigentlich nichts in diesem Video zu suchen haben. Aber ich werde es jetzt einfach drin lassen, auch wenn ihr den Ausschnitt nicht sehen werdet. Werde ich es trotzdem drin lassen, dass ihr einfach mal so eine kleine Real-Reaktion von mir seht. Heilige Scheiße. Okay, ja, ich will gar nicht so viel drüber reden. Wenn es wirklich echt ist, will ich nicht wissen, wo diese Person das her hat, wie es dazu gekommen ist.
Also der Mensch, den man da gesehen hat, ich kann es mal so sagen, war mitten im Wald an so ein Teil genagelt quasi. An so ein pfostenartiges. Egal, lass uns nicht weiter drüber reden. Aber sowas passiert mir hin und wieder mal bei der Recherche für euch, dass man mal auf sowas stößt. Und normalerweise lasse ich das nicht im Video drin. Aber ich mache das jetzt einfach mal so Realness-mäßig, damit ihr es einfach mal seht, dass auch solche Sachen passieren können. Wie gesagt, natürlich aufgrund der YouTube-Nutzungsbedingungen und Richtlinien und Regeln darf man sowas natürlich nicht zeigen. Und ich würde sowas auch gar nicht wollen, dass es überhaupt irgendjemand von euch sieht. Es reicht schon, dass ich es jetzt gesehen habe und mir jetzt schlecht ist. Wie auch immer, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Video. Reden wir nicht mehr darüber, versuchen wir das einfach zu vergessen und machen wir mal weiter. Alright, ich habe ein weiteres Video gefunden und es handelt sich hierbei um ein Hypnose-Video anscheinend. Also in der Beschreibung und auch die Leute, das ist ebenfalls ein Video aus dem Forum. Was die Leute in dem Forum schreiben, ist auch, dass sie danach irgendwie wie teilweise paralysiert waren und hypnotisiert waren und ganz komische Gedanken und Ideen auf einmal verspürt haben, nachdem sie dieses Video angeschaut haben. Ich hoffe mal, dass es uns nicht so geht. Boah, ich muss gerade echt einen Schluck trinken. Ich merke schon, mein Hals ist immer noch nicht so ganz fit. Wenn ihr euch fragt, was das gerade für eine Brühe war, ich habe so Vitamintabletten da reingeschmissen, deswegen hat das so eine Farbe. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wer keinen Bock hat, hypnotisiert zu werden, falls es tatsächlich so ist, wissen wir natürlich nicht, kann natürlich einfach vorskippen. Ansonsten macht euch Kopfhörer ins Ohr. Wenn nicht, dann halt keine Kopfhörer. Und wir schauen uns das Ganze mal an und mal schauen, ob wir hypnotisiert werden und danach komische Gedanken haben. Let's go! Jo, das hört sich übel creepy an. Ich finde das Bild auch übel creepy. Beziehungsweise ist das ja irgendwie bewegt. Jo, ich finde das übel creepy. Diese Stimme, Junge. Alter, das ist wie so ein... Lache. Jo, das hört sich an wie so ein Horror-Gute-Nacht-Lied. Okay. Krank, oder? Also ich finde, das hat sich absolut Psycho angehört, was auch immer das gerade war. Was auch immer für ein komisches Lied das war. Also laut der Beschreibung und so weiter soll das ja irgendwie einen hypnotisiert haben und man soll jetzt komische Gedanken haben. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht anders. Wie geht's euch? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Habt ihr euch jetzt nach diesem Video irgendwie anders gefühlt? Hattet ihr komische Gedanken oder komische Ideen, die ihr ausüben wolltet? Also, I don't know. Ich fühle mich jetzt nicht anders, muss ich sagen. Für mich fühlt sich das eigentlich ganz normal an, wie davor. Ich bin vielleicht ein bisschen müder oder so. Wenn das jetzt so eine halbe Stunde gegangen wäre, ich glaube, ich wäre eingeschlafen. Auch wenn es irgendwie creepy war und sich creepy angehört hat, aber ich glaube, ich wäre eingeschlafen. Also irgendwie komisch, aber ja, I don't know. Schauen wir mal weiter, würde ich sagen, denn ich finde, wir könnten uns noch das ein oder andere Video gönnen. Deswegen, let's go! Okay, ich habe ein bisschen Angst,
vor dem, was wir jetzt gleich anschauen werden. Denn das ist ein Beitrag gewesen in so einem, ja, auch so eine Art Reddit, so ein Forum. Und es wurden zwei Videos gepostet. Denn die Person, die diese zwei Videos hochgeladen hat, hat zu jedem Video einen Titel geschrieben, ganz normal. Und ich habe mir beide Titel durchgelesen und habe ein bisschen Angst, dass wir da gleich sehen werden. Titel 1 von Video 1, was wir uns jetzt als erstes anschauen werden. Das erste Video geht 13 Sekunden. Und der Titel dieses Videos ist, und der Titel von diesem Video, also in dem Titel steht einfach nur, "Here you can see how I waited for her." Also, hier kannst du sehen, wie ich auf sie gewartet habe. Gut, kann jetzt natürlich alles Mögliche sein. Aber dann kommen wir zum zweiten Video. Und der Titel dieses zweiten Videos, welcher mich stutzig macht. Und wo ich ein bisschen Angst habe, was wir da gleich sehen werden. Und das zweite Video trägt den Titel Good Night und hat eine kleine Beschreibung bzw. einen Kommentar von dem Uploader bekommen. Beziehungsweise von der Person, die diesen Beitrag verfasst hat. Und diese Person hat Folgendes geschrieben. "This is the place where I brought her." Also das ist der Ort, wo ich sie hingebracht habe. "There she will sleep forever." Also dort wird sie für immer schlafen. Und so wie sich das Ganze anhört, könnte man natürlich meinen, okay, hat er vielleicht irgendjemanden das Leben genommen und zeigt uns die Stelle? Und das macht mich so ein bisschen stutzig, wie auch immer, ich höre auf zu reden. Wir schauen uns einfach mal das erste Video an. Und da soll er anscheinend auf irgendjemand Weibliches gewartet haben. Schauen wir mal rein. Oh mein Gott, was ist das schon wieder für ein Sound? Okay. Das Video ist zu Ende. Ja, irgendjemand hat auf jeden Fall so einen Treppengang gefilmt. Schauen wir uns mal das nächste Video an. Also das ist das Video, wo ich so ein bisschen Schiss habe, denn ich habe euch ja den Titel und die Beschreibung vorgelesen. Schauen wir mal. Das ist der Ort, an dem sie für immer schlafen wird. Schauen wir uns das mal an. Der Sound ist grauenhaft. Ich habe übel Schiss, dass wir gleich wieder irgendwas sehen, was nicht für unsere Augen gemacht ist. Also wir sehen irgend so ein Waldstück. Und diese Stelle wird immer öfters gefilmt. Okay. Das Video ist zu Ende. Puh. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also ganz... Alter, wie sitze ich eigentlich dran? Hallo! okay, werden wir mal ernst, weil das, was wir gerade gesehen haben, ist, glaube ich, was ziemlich Ernstes. Ich weiß nicht, ob uns da jemand versucht zu verarschen. Wenn nicht, haben wir da, glaube ich, tatsächlich Aufnahmen gesehen, die irgendein Killer gemacht hat. Warum? Wenn wir eins und eins zusammenzählen und so wie das Ganze umschrieben ist mit dem Titel und man sich nur so ein bisschen, weiterdenkt, dann macht das Ganze irgendwie Sinn, oder? Er hat auf sie gewartet in dem ersten Video, höchstwahrscheinlich irgendeine Frau eingeladen, vielleicht sogar bei irgendjemandem eingebrochen, wenn wir jetzt mal wirklich so weit gehen, dass wir uns das Ganze mal so ein bisschen versuchen vorzustellen, was passiert sein könnte. Sagen wir, irgendeine Person hat auf eine Frau gewartet, okay? Ob die Person jetzt in dem Haus von der Frau sich schon verschanzt hatte und gewartet hat
oder die Frau zu sich eingeladen hat, wissen wir nicht. Fakt ist, irgendjemand hat gewartet. So. Und was ist, wenn das erste Video jetzt tatsächlich gezeigt hat, yo, ich hab schon mal gefilmt und da habe ich auf sie gewartet, dann kam sie. Und wer auch immer das gefilmt hat, hat dieser Frau irgendetwas angetan und ihr das Leben genommen. Und sie dann irgendwo dort verscharrt, in dem zweiten Video. Denn da stand ja, dass sie dort für immer schlafen wird. Und wenn man da eins und eins zusammenzählt, für mich klingt das ziemlich plausibel, dass man sagen kann, vielleicht war das tatsächlich irgendein Verbrecher, welcher irgendjemanden das Leben genommen hat und die Frau dann höchstwahrscheinlich dort irgendwo vergraben hat oder hingelegt hat oder was auch immer gemacht hat. Ja? Das ist meine Vermutung, weil wir sind ja immer noch im Dark Web und da werden solche Sachen gepostet wie, als wäre es ganz normal, hier, guck mal, zack, habe ich halt gemacht, wisst ihr, wie ich meine? Nicht wie im normalen Internet, im Clear Web findest du sowas natürlich nicht auf Anhieb, aber im Dark Web findest du sowas, also was heißt, findest du sowas schnell? Du findest sowas nicht schnell, aber wenn du sowas findest, ist es anscheinend was ganz Normales, weil die Leute gar nicht wirklich groß drauf reagieren. Keine Ahnung, also mir macht das wirklich ein bisschen Angst, muss ich euch ehrlich sagen, weil das sah ziemlich echt aus. Klar, man hat nicht viel gesehen. Ich kann mich jetzt auch mit der Kamera in den Wald stellen nachts und irgendwas filmen und dann einen Titel dazu schreiben. Klar, natürlich. Kann auch fake sein. Aber was, wenn nicht? Was, wenn wir da tatsächlich irgendwelche Aufnahmen von einem Killer gesehen haben? Welcher total stolz drauf ist und das einfach in diesem Forum hochgeladen hat. Anonym. Niemand kann ihn zurückverfolgen. Wir wissen es nicht. Aber das war meiner Meinung nach ziemlich creepy. Mit den Hintergedanken natürlich. Und mit dem Titel und der Beschreibung, was alles dazu geschrieben wurde. Wenn man alles so zusammenführt, finde ich das schon ziemlich gruselig. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und lasst mich wissen. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Lasst uns gerne mal unten so ein bisschen drüber diskutieren, was eure Meinung dazu ist. Alright, meine Freunde. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die heutige Episode, weil ich merke schon, mein Hals, mein Husten, das macht alles nicht mehr mit. Also ich bin immer noch so ein bisschen krank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, es ist nur ein Mausklick und mir persönlich hilft es enorm. Und lasst auch gerne einen Kommentar da. Lasst uns unten in den Kommentaren wieder ein bisschen diskutieren. So wie wir es immer machen. Bleibt aber lieb. Ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich folge jetzt wieder ein paar Leuten zurück, die mir jetzt auf Instagram folgen. Könnt auch gerne ein Bild machen, wie ihr mein Video anschaut. Und ich werde das Ganze in meiner Instagram-Story reposten. Oder ihr kommt in meine Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock habt, mit mir und der gesamten Community zu chatten. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung, ist natürlich kostenlos. Und ja, wie auch immer, genug Eigenwerbung. Danke für den ganzen Support, ich liebe euch über alles, ich bin euch unendlich dankbar. Ich kann es nicht in Worte fassen, es ist einfach so genial mit euch. Ich habe so viel Spaß und das Ganze mit euch zu teilen und euch macht es auch Spaß. Und es ist einfach so eine coole Sache. Deswegen an dieser Stelle danke, dass ich so eine wundervolle Community haben darf und das Ganze mit euch hier so erleben darf und es macht einfach sehr viel Spaß. Ich liebe euch und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich glaube, ich habe jetzt mehr geredet wie in den letzten 2 Wochen und ich merke es auch schon wieder. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Friends. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal.